Schön, dass Sie wieder da sind. Ich hänge in Gedanken immer noch diesem gestern gelesenen Kapitel beziehungsweise Zwischenkapitel hinterher. Diese Nahtoderfahrung, die Hans Castorp da macht im Berg, die hat eine tiefe Wirkung auf mich gehabt beim Lesen. Ja, naja, das wollte ich nur mal mitteilen. Und jetzt zünde ich die Kerze an und dann schauen wir gemeinsam, wie es weitergeht. Als Soldat und brav. Immer hatte Hans Castorp kurze Nachrichten von seinem Vetter. Erst gute, übermütige, dann weniger günstige, endlich solche, die etwas recht Trauriges matt beschönigten. Die Reihe der Postkarten fing an mit der lustigen Meldung von Joachims Dienstantritt und von der schwärmerischen Zeremonie, bei der er, wie Hans Castorp auf seiner Antwortkarte sich ausdrückte, Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt hatte. Dann ging es heiter fort. Die Etappen einer glatten, begünstigten Laufbahn, geebnet durch leidenschaftliche Liebe zur Sache und durch die Sympathie der Oberen, wurde grüßend und winkend bezeichnet. Da Joachim ein paar Semester studiert hatte, war er des Besuches der Kriegsschule überhoben, vom Fähnrichsdienst befreit. Neujahr wurde er zum Unteroffizier befördert und schickte eine Fotografie, die ihn mit den Interessen zeigte. Das Entzücken an dem Geist der ehrenstraffen, eisern gefügten und dennoch verbissen humoristisch dem menschlichen nachgebenden Hierarchie, in die er eingefügt war, leuchtete aus jedem seiner knappen Rapporte. Er gab Anekdoten von dem romantisch verzwickten Verhalten seines Feldwebels, eines bärbeißigen und fanatischen Soldaten, zu ihm, dem fehlbaren jungen Untergebenen, in dem er jedoch den geweihten Vorgesetzten von morgen sah, welcher tatsächlich schon im Offizierscasino verkehrte. Es war drollig und wild. Dann war von der Zulassung zur Offiziersprüfung die Rede. Anfang April war Joachim Leutnant. Augenscheinlich gab es keinen glücklicheren Menschen, keinen, dessen Wesen und Wünsche in dieser besonderen Lebensform reiner aufgegangen wären. Mit einer Art von verschämter Wonne erzählte er, wie er zum ersten Mal in seiner jungen Pracht am Rathaus vorübergegangen und dem Posten, der zur Ehrenbezeigung stillgestanden sei, aus einiger Entfernung abgewinkt habe. Er berichtete von kleinen Verdrießlichkeiten und Genugtuungen des Dienstes, von glänzend wohliger Kameradschaft, von der verschmitzten Treue seines Burschen, komischen Zwischenfällen beim Exerzieren und in der Instruktionsstunde, von Besichtigungen und Liebesmalen. Auch von gesellschaftlichen Dingen, Visiten, Diners, Bällen war gelegentlich die Rede, und seiner Gesundheit überhaupt nicht. Bis gegen den Sommer nicht. Dann hieß es, er hüte das Bett, habe sich leider krank melden müssen. Katarrhfieber, Angelegenheit von ein paar Tagen. Anfang Juni tat er wieder Dienst, aber Mitte des Monats hatte er abermals schlapp gemacht, klagte bitter über sein Pech und die Angst brach durch, er möchte etwa zum großen Manöver Anfang August, auf das er sich von ganzem Herzen freute, nicht auf dem Posten sein. Unsinn! Im Juli war er kerngesund, wochenlang, solange bis eine Untersuchung am Horizont erschien,
die durch die vermaledeiten Schwankungen seiner Temperatur zur Notwendigkeit geworden war und von der viel abhängen würde. Über das Ergebnis dieser Untersuchung hörte Hans Castorp dann lange nichts. Und als es geschah, war es nicht Joachim, der ihm schrieb, sei es, weil er nicht in der Lage war zu schreiben oder weil er sich schämte, sondern seine Mutter, Frau Ziemsen. Und sie telegrafierte. Sie zeigte an, die Beurlaubung Joachims auf einige Wochen sei ärztlicherseits als unumgänglich befunden worden, Hochgebirge indiziert, als baldige Abreise geraten, Belegung zweier Zimmer erbeten, Rückantwort bezahlt, gezeichnet. Tante Luise. Es war Anfang Juli, als Hans Castorp in seiner Balkonloge diese Depesche durchflog, dann las und wieder las. Er nickte leise dazu, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Oberkörper, und sagte zwischen den Zähnen, so, 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 sieh, sieh, sieh. Joachim kommt wieder, durchfuhr ihn plötzlich die Freude. Aber er wurde gleich wieder still und dachte, schwerwiegende Neuigkeiten. Man könnte sie auch als schöne Bescherung bezeichnen. Verdammt, das ist schnell gegangen, schon reif für die Heimat. Die Mutter fährt mit. Er sagte die Mutter, nicht Tante Luise. Sein Gefühl für Verwandtschaft, Familienbeziehungen hatte sich unvermerkt bis zur Fremdheit abgeschwächt. Das ist gravierend. Und gerade vor den Manövern, auf die der Gute so brannte. Es liegt eine hübsche Portion Gemeinheit darin, höhnische Gemeinheit. Es ist ein gegenidealistisches Faktum. Der Körper triumphiert. Er will es anders als die Seele und setzt sich durch. Zur Blamage der Hochfliegenden, die lehren, er sei der Seele untertan. Es scheint, sie wissen nicht, was sie sagen, denn wenn sie recht hätten, so würfe das ein zweifelhaftes Licht auf die Seele. In einem Fall wie diesem. Sapienti sat, ich weiß, wie ich's meine. Denn die Frage, die ich aufstelle, ist eben, wie weit es verfehlt ist, sie gegeneinander zu stellen, wie weit sie vielmehr unter einer Decke stecken und eine abgekartete Partie stellen. Das fällt den Hochfliegenden zu ihrem Glück nicht ein. Guter Joachim, wer wollte dir und deinem Biereifer zu nahe treten? Du meinst es ehrlich? Aber was ist Ehrlichkeit, frage ich, wenn Körper und Seele nun mal unter einer Decke stecken? Sollte es möglich sein, dass du gewisse erfrischende Düfte, eine hohe Brust und ein grundloses Gelächter nicht hast vergessen können, die am Tische der Stör deiner warten? Joachim kommt wieder, dachte er neuerdings und zog sich zusammen vor Freude. Er kommt in schlechtem Zustande offenbar, aber wir werden wieder zu zweien sein. Ich werde nicht mehr so ganz auf eigener Hand hier oben leben. Das ist gut. Es wird nicht alles genau wie früher sein. Sein Zimmer ist ja besetzt. Mrs. McDonald, da hustet sie auf ihre klanglose Art und hat natürlich wieder die Fotografie ihres kleinen Sohnes neben sich auf dem Tischchen oder auch in der Hand. Aber das ist finales Stadium. Und wenn das Zimmer noch nicht wieder vorgemerkt ist, so vorläufig wird ja ein anderes zu haben sein. 28 ist frei, meines Wissens. Ich will gleich auf die Verwaltung und namentlich zu Behrens. Ist das eine Neuigkeit? Traurig von der einen und famos von der anderen Seite, aber jedenfalls eine mächtige Neuigkeit. Ich möchte nur auf den gediesenden Kameraden warten, der gleich kommen muss, da es, wie ich sehe, 3:30 ist. Ich möchte ihn fragen, ob er auch in diesem Falle der Meinung bleibt, dass man das Körperliche als sekundär zu betrachten hat. Noch vom Tee war er im Verwaltungsbüro. Das gedachte Zimmer, am selben Korridor wie seines gelegen, stand zur Verfügung. Auch für Frau Ziemsen würde sich Unterkunft finden. Er eilte zu Behrens. Er traf ihn im Labor, eine Zigarre in der einen Hand, in der anderen ein Reagenzglas missfarbenen Inhalts. »Herr Hofrat, wissen Sie was?« begann Hans Castorp. »Ja, dass der Ärger nicht abreißt«, erwiderte der Pneumotom.
Das ist Rosenheim aus Utrecht, sagte er und wies mit der Zigarre auf das Glas. Gafki 10. Und dann kommt Fabrikdirektor Schmitz und zetert und beschwert sich, dass Rosenheim auf der Promenade ausgespuckt hat mit Gafki 10. Und ich soll ihn rüffeln, aber wenn ich ihn rüffle, so kriegt er Zustände, denn er ist maßlos irritabel und hat mit Familie 3 Zimmer belegt. Ich kann ihn nicht rausgrauen. Ich kriege es mit der Generaldirektion zu tun. Da sehen Sie, in was für Konflikte man jeden Augenblick gerät. Und wenn man auch noch so gern still und unbefleckt seines Weges ziehen möchte. Dumme Geschichte, sagte Hans Castorp mit der Einsicht des Intimen und Altsassen. Ich kenne die Herren. Schmitz ist kolossal korrekt und strebsam und Rosenheim reichlich salopp. Vielleicht bestehen aber auch noch andere als hygienische Reibungsflächen. Ich möchte es glauben. Schmitz und Rosenheim sind beide befreundet mit Donna Perez aus Barcelona vom Tisch der Kleefeld. Das wird es im Grunde wohl sein. Ich würde vorschlagen, das betreffende Verbot vielleicht allgemein wieder in Erinnerung zu bringen und übrigens ein Auge zuzudrücken. Natürlich drücke ich. Ich kriege ja schon Blepharospasmus vor lauter Augen zu drücken. Was treten Sie hier denn an? Und Hans Castorp rückte heraus mit seiner traurigen und auch wieder famosen Neuigkeit. Nicht, dass der Hofrat überrascht gewesen wäre. Er wäre es auf keinen Fall gewesen, war es aber besonders nicht, weil Hans Castorp ihn, gefragt oder ungefragt, über Joachims Ergehen auf dem Laufenden gehalten und schon im Mai Bettlägerigkeit signalisiert hatte. Ah, machte Behrens, na also, was habe ich Ihnen gesagt? Was habe ich ihm und Ihnen nicht 10, sondern 100-mal wörtlich gesagt? Haben Sie es nun. 3/4 Jahr lang hat er seinen Willen und sein Himmelreich gehabt. Aber ein nicht restlos entgiftetes Himmelreich dabei ist kein Segen. Das hat der Ausbrecher dem Ollen Behrens nicht glauben wollen. Man soll aber immer dem Ollen Behrens glauben, sonst zieht man den Kürzeren und kommt zu spät zu Verstand. Ah, der ist nur zum Leutnant gebracht. Allerdings nichts zu sagen. Was hat er davon? Gott sieht ins Herze, der sieht nicht auf Rang und Stand, vor dem stehen wir alle in unserer Blöße, ob General oder gemeiner Mann. Er geriet ins Kohlen, rieb sich mit der riesigen Hand, zwischen deren Fingern er die Zigarre hielt, die Augen und sagte, nun solle Hans Castorp ihm aber für diesmal nicht länger lästig fallen. Eine Bude für Ziemsen sei ja wohl fassbar und wenn er komme, solle sein Vetter ihn ohne Verzug ins Bett stecken. Ihn Behrens betreffend, so trage er keinem was nach, er halte die Arme väterlich geöffnet und sei bereit, ein Kalb für den Ausreißer zu schlachten. Hans Castorp telegrafierte. Er erzählte nach rechts und links, dass sein Vetter wiederkomme und alle, die Joachim kannten, waren betrübt und erfreut, und zwar beides aufrichtig, denn Joachims properes, ritterliches Wesen hatte die allgemeine Zuneigung gewonnen und manches unausgesprochene Urteil und Gefühl ging in der Richtung, dass er der Beste gewesen sei von allen hier oben. Wir haben niemanden persönlich im Auge, glauben aber an eine gewisse Genugtuung, die mancher darüber empfand, dass Joachim aus dem Soldatenstande zur horizontalen Lebensweise zurückkehren musste und in seiner Properkeit nun wieder einer der unsrigen sein würde. Frau Stöhr bekanntlich hatte sich gleich das ihre gedacht. Sie fand sich bestätigt in dem ordinären Zweifelsinn, mit dem sie Joachims Aufbruch ins Flachland begleitet hatte und verschmähte nicht, sich seiner zu rühmen. »Faul, faul«, machte sie. Sie habe die Sache sogleich als faul erkannt und wolle nur hoffen, dass Ziemsen sie nicht oberfaul gemacht habe mit seinem Eigensinn. »Oberfaul«, sagte sie vor lauter unermesslicher Gewöhnlichkeit. »Da sei es denn doch viel besser, man bleibe gleich bei der Stange wie Sie, die auch ihre Lebensinteressen im Flachlande, nämlich in Cannstatt, habe, einen Mann und 2 Kinder, sich jedoch zu beherrschen wisse.« Es kam gar keine Rückäußerung mehr von Joachim oder Frau Ziemsen. Hans Castorp blieb unwissend über Tag und Stunde ihrer Ankunft. Zu einem Empfang am Bahnhof kam es aus diesem Grunde nicht, sondern 3 Tage nach Absendung von Hansens Depesche waren sie einfach da. Und Leutnant Joachim trat mit erregtem Lachen
seines Vetters Dienstlager. Es war nach begonnener Abendliegekur. Derselbe Zug hatte sie hergebracht mit dem Hans Castorp vor Jahren, die weder kurz noch lang, sondern ohne Zeit, in hohem Grade erlebnisreich und dennoch null und nichtig gewesen waren, hier oben eingetroffen war. Und auch die Jahreszeit war dieselbe, sogar genau, der allerersten Augusttage einer. Joachim, wie gesagt, trat freudig, ja, für den Augenblick unzweifelhaft freudig erregt, bei Hans Castorp ein, oder vielmehr aus dem Zimmer, das er im Geschwindschritt durchmessen, auf den Balkon hinaus und grüßte, lachend, rasch atmend, gedämpft und abgerissen. Er hatte die weite Reise durch mehrere Herrenländer über den meerartigen See und dann auf gedrängten Pfaden hoch, hoch herauf wieder zurückgelegt, und da stand er nun, als sei er nie weg gewesen, von seinem aus der Horizontale halb aufgefahrenen Verwandten mit Hallos und Nanus empfangen. Seine Farbe war lebhaft, sei es dank dem Freiluftleben, das er geführt oder durch Reiseerhitzung. Direkt, ohne sein Zimmer erst zu betreten, war er auf Nummer 34 geeilt, um den Genossen alter Tage, die nun wieder Gegenwart wurden, zu begrüßen, während seine Mutter mit ihrer Toilette beschäftigt war. Man wollte zu Abend essen in 10 Minuten, natürlich im Restaurant. Hans Castorp würde schon noch etwas mitessen können oder doch einen Schluck Wein trinken. Und Joachim zog ihn hinüber auf Nummer 28, wo es ging wie einst am Abend von Hansens Ankunft, nur umgekehrt. Joachim, fiebrig plaudernd, wusch sich am blitzenden Becken die Hände, und Hans Castorp sah ihm zu. Erstaunt übrigens und gewissermaßen enttäuscht, den Vetter in Zivil zu sehen. Man merke ihm von seiner Karriere ja gar nichts an. Er habe ihn sich immer als Offizier in Uniform vorgestellt, und nun stehe er da in grauem Uni wie irgendjemand. Joachim lachte und fand ihn naiv. Ach nein, die Uniform habe er hübsch zu Hause gelassen. Mit der Uniform, müsse Hans Castorp wissen, habe es was auf sich, nicht jedes Lokal besuche man in Uniform. Ach so, danke gehorsamst, sagte Hans Castorp. Aber Joachim schien sich keines beleidigenden Sinnes seiner Erklärung bewusst zu sein, sondern erkundigte sich nach allen Personen und Umständen im Berghof nicht nur ohne jeden Hochmut, sondern mit der ganzen angelegentlichen Bewegtheit des Heimgekehrten. Dann erschien Frau Ziemsen durch die Verbindungstür, begrüßte den Neffen in der Form, die manche Leute bei solchen Gelegenheiten wählen, nämlich als sei sie freudig überrascht, ihn hier zu treffen. Ein Ausdruck, der übrigens durch Abgespanntheit und stillen Kummer, welche sich offenbar auf Joachim bezog, melancholisch gedämpft wurde. Und sie fuhren hinunter. Luise Ziemsen hatte dieselben schönen, schwarzen und sanften Augen wie Joachim. Ihr ebenfalls schwarzes, mit weiß aber schon stark vermischtes Haar war durch ein fast unsichtbares Schleiernetz in Form und Sitz befestigt, und das passte zu ihrer Wesenshaltung überhaupt, die besonnen, freundlich, gemessen und sanft zusammengenommen war und ihr bei deutlicher Geistesschlichtheit eine angenehme Würde verlieh. Es war klar, und Hans Castorp wunderte sich auch nicht darüber, dass sie sich auf Joachims Lustigkeit, auf den raschen Gang seiner Atmung und seiner sich überstürzenden Rede, Erscheinungen, die zu seinem Verhalten zu Hause und auf der Reise wahrscheinlich in Widerspruch standen und tatsächlich seiner Lage widersprachen, nicht verstand und gewissermaßen Anstoß daran nahm. Dieser Einzug erschien ihr traurig, und sie glaubte sich, dementsprechend halten zu sollen. In die Empfindungen Joachims, turbulente Empfindungen der Heimkehr, die im Augenblick alles Entgegenstehende trunken, überwogen und durch das Wiederatmen der Luft unserer unvergleichlich leichten, nichtigen und erhitzenden Luft hier oben wohl noch befeuert wurden, konnte sie sich nicht finden. Sie waren ihr undurchsichtig. »Mein armer Junge«, dachte sie. Und dabei sah sie den armen Jungen sich mit seinem Vetter einer ausgelassenen Fröhlichkeit hingeben, 100 Erinnerungen auffrischen, 100 Fragen stellen und sich mit der Antwort lachend in den Stuhl zurückwerfen. Mehrmals sagte sie, aber Kinder,
Und was sie schließlich sagte, sollte erfreut kommen, kam aber mit Befremdung und leisem Tadel. Joachim, wahrhaftig, so habe ich dich lange nicht gesehen. Es scheint, wir mussten hierher fahren, damit du wieder wärest, wie am Tage deiner Beförderung. Worauf es denn freilich mit Joachims Lustigkeit zu Ende war. Seine Stimmung schlug um, er kam zur Besinnung, schwieg, aß nichts vom Nachtisch, obgleich es ein überaus leckeres Schokoladesoufflé mit Schlagrahm war, das erschien. Hans Castorp hielt sich statt seiner daran, obgleich seit Abschluss des übergewaltigen Diners erst eine Stunde vergangen war, und blickte endlich überhaupt nicht mehr auf. Offenbar, weil er Tränen in den Augen hatte. Das war Frau Ziemsens Meinung nun gewiss nicht gewesen. Eigentlich mehr anstandshalber hatte sie einen wenig gemäßigten Ernst herbeiführen wollen. Unwissend, dass gerade das Mittlere und Gemäßigte hier ortsfremd und nur die Wahl zwischen Extremen gegeben war. Da sie den Sohn so gebrochen sah, schien sie selbst den Tränen nicht fern und war ihrem Neffen dankbar für seine Bemühungen, den Tieftraurigen wieder zu beleben. »Ja, was den Personalbestand angehe«, sagte er, »so werde Joachim manches verändert und erneuert finden. Anderes dagegen habe sich während seiner Abwesenheit schon wieder hergestellt und sei wie vordem die Großtante zum Beispiel mit Begleitung sei längst wieder da. Die Damen säßen wie immer am Tische der Stör Maruschja, lache viel und herzlich.« Joachim schwieg. Frau Ziemsen dagegen fand sich durch diese Worte an eine Begegnung erinnert und an Grüße, die auszurichten seien, ehe sie es vergessen. Die Begegnung mit einer Dame, nicht unsympathisch, wenn auch alleinstehend und mit etwas gar zu ebenmäßigen Augenbrauen, die in München, wo man zwischen zwei Nachtfahrten einen Tag verbracht hatte, im Restaurant an ihren und Joachims Tisch herangetreten sei, um Joachim zu begrüßen, eine ehemalige Mitpatientin. Joachim möge ihr doch helfen. Frau Chauchat, sagte Joachim still. Sie halte sich zurzeit in einem Kurort des Allgäus auf und wolle im Herbst nach Spanien gehen. Zum Winter werde sie dann wahrscheinlich wieder hierher kommen. Beste Grüße von ihr. Hans Castorp war kein Knabe mehr. Er hatte Gewalt über die Gefäßnerven, die sein Gesicht hätten erblassen oder erröten lassen können. Er sagte, »Ah, die war das. Sieh an, da ist sie also wieder hinter dem Kaukasus hervorgekommen. Nach Spanien will sie?« Die Dame hatte einen Ort in den Pyrenäen genannt. Hübsche oder doch reizvolle Frau, angenehme Stimme, angenehme Bewegungen, aber freie Manieren, nachlässig, sagte Frau Ziemsen, redet uns einfach an wie alte Freunde, fragt und erzählt, obgleich Joachim, wie ich höre, eigentlich nie ihre Bekanntschaft gemacht hat. Fremdartig. Das ist der Osten und die Krankheit, erwiderte Hans Castorp. Mit Maßstäben der humanistischen Gesittung dürfe man da nicht herantreten, das sei verfehlt. Oder denke er nun darüber nach, dass Frau Chauchat also nach Spanien zu gehen beabsichtige? Spanien? Das liege andererseits ebenso weit von der humanistischen Mitte ab, nicht nach der weichen, sondern nach der harten Seite. Es sei nicht Formlosigkeit, sondern Überform. Der Tod als Form, sozusagen nicht Todesauflösung, sondern Todesstrenge, schwarz, vornehm und blutig, Inquisition, gestärkte Halskrause, Loyola, Escorial. Interessant, wie es Frau Chauchat in Spanien gefallen werde. Das Türenwerfen werde ihr dort wohl vergehen und vielleicht könne eine gewisse Kompensation der beiden außerhumanistischen Lager zum menschlichen sich vollziehen. Es könne aber auch etwas recht boshaft Terroristisches zustande kommen, wenn der Osten nach Spanien gehe. Nein, er war nicht rot oder blass geworden, aber der Eindruck, den die unverhofften Nachrichten über Frau Chauchat auf ihn gemacht, äußerte sich in Reden, auf die dann freilich nur betretenes Schweigen die Antwort sein konnte. »So
So viel für heute. Ich wünsche eine gute Nacht. Oder wenn Sie es tagsüber hören, einen schönen restlichen Tag. Und wünsche mir, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Bis morgen. Tschüss.